Hier ist direkt wieder eine neue Spritze. Kommen Sie, ich erwarte Sie. Mein nächstes Werk wird faszinierend. Ich bin auf dem Weg. Die Absorption ihrer Kräfte, die Unterwerfung ihres Willens, das wird Kunst in jeglicher Hinsicht. Aber was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche sie hier, um das Werk zu vollenden. Das werden wir ja sehen. Ich bin gleich da. Los, zeigen Sie mir, was Sie tun. Ui, das kennen wir auch noch. Der Eingang von der Klinik von früher. Ich bin ausgerüstet. War das jetzt die Katze im Spiel? Ja, das ist die Katze im Spiel. Kein Weglaufen. Und keine Spiele mehr. Einverstanden. Sie fangen an, mich zu langweilen. Ihr Tod wird zur Kunst. Es wird Zeit für die Signatur. Das wird jetzt wehtun. Nicht wahr? Zwecklos, sich vor etwas zu verstecken, das du nicht siehst. Ich sehe dich doch. Das wirst du bereuen. Es gibt kein Entkommen. Lächle für die Kamera. Verdammt! Das lächelt für deinen Kopf, Junge. Du fängst an, mich zu langweilen. Ich knöpfe dich mir vor. Es schmerzt, nicht wahr? Lächel für die Kamera. Das wird jetzt wehtun. Wirst du bereuen. Es gibt keinen Entkommen. Das reicht mir jetzt. Stirb jetzt! Endlich! Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Dein Blut. Flucht ist zwecklos. Ach, finde ich jetzt nicht. Hui. Verstecken ist zwecklos. Blute für mich. Mause. Meine Kunst hast du leid. Ach, Ficken. Verstecken ist zwecklos!
Destiny, lass mich jetzt mal in Ruhe. Bin ist von dir nichts mehr. Alles muss man selber machen. Gib mir dein Blut. Stirb endlich! Flucht ist zwecklos! Scheiße. Mause. Hier endlich. Verdammt. Dafür wirst du bezahlen. Gib mir dein Blut. Ich hatte noch so viel zu erschaffen. Sie haben mein Vermächtnis zerstört. Schauen Sie nur. Sie haben ein Meisterwerk aus mir gemacht. Ich muss es festhalten. Hätte ich doch nur meine Kamera. Wo ist sie hin? Jetzt habe ich aus Versehen die PlayStation 4 angemacht. Zeit. Hör ein. Letztes Foto. Ja. Keine Angst, Schatz. Ich bin's. Papa. Nein, bist du nicht. Papa ist tot. Schatz, ich weiß, das haben sie dir gesagt. Aber das stimmt nicht. Lily, bitte. Ich... Komm raus, Lily. Du musst dich nicht verstecken. Komm zu Mama, Lily. Ich beschütze dich. Was? Myra. Verschwinde! Du kriegst sie nicht! Das habe ich nicht vorhergesehen. Das war jetzt überraschend. Nicht schlecht.
Myra? Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. Da hat sich was geändert. Kapitel 9, ein anderes Übel. Wie viele Kapitel gibt es denn dann, bitteschön? 15.000? Was ist das? Wo ist der Spiegel? Es gibt keinen Spiegel mehr. Abspeichern. Weiße Frau ist auch aus Teil 1. Oder der Mann, wo der Mann immer. Wo der Mann immer wegrennen musste. Wo nee, bin ich mir jetzt gar nicht. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das Symbol kenne ich. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Im ersten Teil ist man von einer Frau mit einem schwarzen Cape rumgerannt, meine ich. Weggerannt. Wenn ich mich nicht zu sehr täusche. Ist schon zu lange her. Ich müsste mein Let's Play mal wieder sehen von The Evil Within 1. Das man natürlich komplett auf meinem YouTube-Kanal sehen kann, wenn man da mal drauf guckt. Aber ich will ja keine Werbung für mich selbst machen. Das wäre ja total mies. Genau, YouTube. Das ist interessant, Gamer Duplo. Wie gesagt, also ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, das war eine andere Form mit Cape. Aber ich kann mich wirklich auch täuschen. Willkommen zu Bruder. Sie wollen antworten. Ich werde Ihnen helfen. Ich lasse öfter was liegen, Alvin. Ich sammle hier nicht jeden Müll ein. Ach du Scheiße. Bei lebendigem Leib verbrannt. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehe. Ich laufe einfach irgendwo lang. Auf Gameblamers YouTube-Kanal findet man auch andere gute Videos. Ja, das stimmt allerdings, der Björn. Da kann ich dir nur recht geben. Hä? Meine... Ach so, ja, stimmt. Ich habe ja gerade erst da wieder welche hergestellt. $10.050. Haben wir eigentlich eine Map? Nee. Okay, dann hat sich aber auf jeden Fall trotzdem gelohnt, da lang zu gehen. Wir sind im selben Kapitel. Bin auch aktuell Kapitel 5. Dennis hat echt Gas gegeben. Tja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Je eher ich hiermit fertig bin, umso eher kann ich mich wieder auf Mittelerde konzentrieren und auf Forza 7 und FIFA.
Zack. Und Sword 2. Nee, Sword 2 kommt erst, wenn die ganzen neuen Spiele rum sind. Dennis ist schneller, aber nur im Spiel, ja. Im Bett bin ich ganz langsam. Da lasse ich mir Zeit. Das hört sich nicht gut an. Hallo. Ich erschieße sie einfach schon mal aus Prinzip, weil ich damit rechne, dass die gleich bestimmt freigelassen werden. Jetzt habe ich kaum noch Munition. War natürlich echt clever. Ja, was sag ich? War doch klar. Langsam und feinfühlig, ja. Bei dem Spiel kann man super zusehen. Das freut mich. Eine Kurbel. Ich brauche eine Kurbel. Ich habe das Gefühl, da wo die Kurbel liegt, da möchte ich eigentlich gar nicht hin. Schnauze da. So, 4 Schuss habe ich noch, ne? Ja, super. Die Bolzen? Ja, Bolzen ist voll. Die kann ich wohl benutzen. So, jetzt ist die eine Seite anscheinend schon auf. Ich gehe davon aus, dass die eine Seite jetzt auf ist. Schon mal. Hier die, genau. Das war klar. Den hauen wir auch mal, bevor der aufsteht. Ich dachte, ich schaffe den so kaputt zu machen. So kann man sich täuschen. Da können wir uns heilen, dann kriegen wir sowieso wieder eine neue. Einmal niesen eine Runde. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Da wäre jetzt bestimmt auch der ein oder andere wieder noch frei rumlaufen jetzt. Achso, hier waren noch so Zwischenzimmer. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hey! Hossa! Hossa!
I see you say the matter. Set you pero. Set you pero. Dankeschön, Elvin. Verbrannte Seite aus der Freiheit untertan. Es ist natürlich Wunsch des Menschen, sich zu widersetzen und zu widerstehen, sei es bei Veränderung, Autorität oder Verlangen. Doch der mentale und emotionale Tribut wiegt häufig schwerer als die daraus resultierenden Vorteile. Das Universum ist zu gut organisiert, zu perfekt seine Konstruktion. Wie können wir nur glauben, dass solche Perfektion aus Chaos entstanden ist? Meine Hypothese ist, dass es einen Plan gibt für mich, für dich, für jeden Einzelnen von uns. Manche sagen, alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Einige nennen das Schicksal. Was es auch immer ist, Leid komme über alle, die sich dem widersetzen. Ja, Albert Einstein sagte schon, wir können tun, was wir wollen, wir können aber nicht wollen, was wir wollen. Und ich behaupte einfach mal, dass Albert Einstein nicht gerade dumm war. So, jetzt gehen wir nochmal die andere Seite ab. Ja, sogar ganz ohne Schießen kaputt gekriegt, den Typen. Hier kriegen wir wieder einen Schlüssel. Und wir merken uns, den Schlüssel habe ich eingesammelt. Ich habe eben beim EDH reingeschaut. Der hat heute 40 Games verlost im Wert von 700 Euro. Ja. Das ist doch schön. EDH ist auch eine coole Sau. Ich mag den voll. Tottreten. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden tottreten konnte. So, jetzt haben wir schon wieder 205 Waffenteile. Also das ist wirklich, den gucke ich mir auch gerne zum Einschlafen an, der Björn. Ne? Also den EDH. Den gucke ich mir echt gerne an, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der ist so richtig authentisch halt auch. Nehmen wir eine Spritze, dann können wir nämlich die wieder mitnehmen. Was ist das denn? Wurde der vergewaltigt in seiner Zelle? Da kriegt man ja schon ein bisschen Lust, ne? Dünnschiss. Mein Kollege hat sich Anfang des Jahres selbstständig gemacht und bin dort seit Dienstag Grafiker. Ui, schön, nicht schlecht. Das freut mich für dich, Björn. Du vergehst dich doch nicht an Leichen. Nee, ich nicht. Ich sowieso nicht. Halt die Klappe! Peng, peng, peng! Ist das jetzt Lachen oder Weinen? Du bist schon längst tot, Mann!
Dann sieht man dich mal vor der Kamera, Björn. Dann wäre es mir ja eigentlich schon mal wert, reinzuschauen. Ach, dich nicht? Och, schade. Mal ehrlich, das kann nur das Schwarzpulver hier sieht doch aus wie so kleine Häufchen, oder? Kleine Kackhäufchen. Von Nerdstar. Sagt mir jetzt so nix. Warum kann ich ihn denn nicht abschlachten? Der kommt, der wird bestimmt gleich nochmal lebendig, wenn da irgendwie die Türen aufgehen oder so. Weil Björn, du weißt ja, ich guck selber nicht so viele Leute. Weder auf YouTube, noch auf Twitch, noch auf Hitbox. Ich habe meistens keine Zeit zu, weil ich selber streame oder Videos aufnehme. Was geht hier vor? Da ist der Fall. Nur durch den Fall kann ich mich erheben, hat er doch gesagt. Was wollen Sie von mir? Hinder. Gar nicht erst fragen. Sie können Ihre Vergangenheit nicht ändern. Nur annehmen. Laufen Sie darauf zu. Nicht davor weg. Ist das... Lily? Ja. Hi Ice Tiger, oder sollte ich sagen Predator? Such raus. Nicht Terminator. Predator. Guck mal, wie gut ich sie alle kenne. Alle kenne ich sie mit ihren Namen.
Mit ihren 5000 verschiedenen Namen, die die Leute haben. Langsam wird die Munition doch knapper. Bolzen. Ich schieße so gut wie nie mit der Armbrust, dann kriege ich Bolzen. So, du meintest den Kek noch. Na. Oh, da haben wir endlich mal wieder einen Spiegel. Aber ich glaube, ich habe nicht besonders viel Zeugs eingesammelt. Oh, das sieht jetzt aber ein bisschen anders aus. Ach ja, stimmt ja. So, erstmal hier, Herstellung. Ganz wichtig, Munition. Und dann haben wir ja gelernt, Schockbolzen sind besser als Explosionsbolzen. Ach, Moment. Und noch was, Waffenverbesserung. Wir haben nämlich jede Menge Kleinzeugs wieder. Nee, reicht auch nicht. Von der Armbrust verbessere ich gar nicht erst. Drauf geschissen. Magazingröße reicht eigentlich bei der Handfeuerwaffe. Bei der Shotgun wäre das eigentlich ganz nice, da ein bisschen mehr rumschleppen zu können. Da, 6 Schuss wären schon mal geil. So, Moment. Jetzt nehmen wir die erstmal und laden nach. Dann können wir nämlich in die... Da, genau. Zack. Können wir noch ein paar herstellen, die wir noch so mit uns rumschleppen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Gehirnflüssigkeit wir in der Zwischenzeit eingesammelt haben. Ich glaube nicht so viel. Genau, Ausdauer nicht vergessen. Aber die Ausdauer reicht im Moment noch. Entspannen Sie sich, Detective. Wie kann ich Ihnen helfen? Du kannst dich mal bücken für mich, du Stück. So, komm mal her. Wir haben Schlüssel. Wieder Lotto für Arme. Gehirnflüssigkeit, 5000 sogar. Aber wir haben nur insgesamt jetzt 9000 irgendwas. Das wird nicht reichen, um was ganz Tolles zu machen. Ich glaube, die Ausdauer möchte ich auch nicht verbessern. Es gibt Wichtigeres, wie halt hier Gesundheit. Du regenerierst Gesundheit schneller bei Heilung, kurz vor dem Tod. Sowas, das ist sinnvoll. Aber das wäre natürlich auch gut gewesen. Das haben wir jetzt fast komplett ausgemerkelt. Jetzt gehen wir nochmal speichern. Und eigentlich hatte ich zuerst mit dem Gedanken gespielt, nach dem Speichern hier den Stream jetzt zu beenden, weil wir jetzt nämlich 4 Uhr haben. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.